Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige hier nicht nur einen vollgeparkten Parkplatz, sondern ich bin mal wieder am Fun. Weihnachtlich geschmückt stelle ich heute einmal das Center vor, wie es im Moment hier aussieht, und hoffe, es gefällt allen. Vor allen Dingen den Leuten, die gerne bummeln. Auf geht's ins Getümmel. Was hier quietscht, das ist nicht nur hier vorne, sondern an vielen Orten hier. Das sind die Rolltreppen, das kriegt man wohl einfach nicht abgestellt. Diese Bilder hier, die man hier sieht, die funkeln erst richtig im Dunkeln. Jetzt bin ich im Erdgeschoss und jetzt wollen wir einmal schauen, was hier im unteren Geschoss so los ist und was es hier so an Geschäften gibt. Ich bin hier am Vormittag und das Center ist natürlich noch mäßig gefüllt, das ist ganz klar. Nachmittags ist hier immer viel, viel mehr los. Ich denke, das ist wohl in vielen Centern so. Palmen mitten in der Mall, das gibt es auch nicht überall. Dafür hier viel freier Himmel, aber bei Regen findet man immer noch genug Unterschlupf hier. Teilweise hier so zeltartige Dächer oder an den Seiten ist auch immer gewisser Schutz zu finden. Es gibt hier Filialisten und Einzelgeschäfte. Wer hier mit dem Auto herkommt, der findet übrigens nicht nur diesen freien Parkplatz, sondern auch eine Tiefgarage gibt das hier. Dort sind immer viel mehr Plätze frei und man ist geschützt vor Sonne und anderen Regen- oder Windwettereinflüssen. Es gibt auch viele Sonderverkaufsstände gerade hier.
eben extra zu Weihnachten. Es gibt hier schon zum Teil wirklich witzige Geschäfte. So wie dieses. Auch hier ein großes Warencenter gibt es hier. Hier, ich weiß nicht, wie viele offene Kassen, ich glaube so an die 20. Sämtliche Einkäufe kann man hier erledigen und wirklich viele Stunden verbringen. Thank you.
hier überall Gastronomie, Cafés, Restaurants, mal schnell, mal dauert es etwas länger, unterschiedliche Preislagen. Und ja, aus allen Richtungen der Welt, kann man fast sagen. Dadurch, dass hier kein festes Dach drüber ist, hat man natürlich viele Möglichkeiten, um Energie zu sparen hier. Die ganze Weihnachtsbeleuchtung brennt nicht, erst wenn es dunkel wird. Und in den Läden fast gar keine Weihnachtsdeko. In der Größe ist dieses Cent auf jeden Fall einmalig auf Mallorca. Es gibt ja ein Restaurant, da stehen die Leute wirklich Schlange, da sind alle Plätze belegt. Das muss entweder richtig gut sein, ja wahrscheinlich richtig gut, oder es gibt dort was umsonst, nee, was ich nicht glaube. Also Preis-Leistung stimmt dort 100%, sonst wäre es nicht so voll. Hier in den Textilgeschäften unterschiedlich viel los. In manchen gar nichts, in anderen wieder ist richtig viel zu tun.
Ich werde das Video jetzt ein wenig auslaufen lassen. Ich denke, zu den Bildern muss man gar nicht so viel sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein an alle Follower und an alle neuen Zuschauer. Wer mehr von solchen Bildern sehen möchte, ist auf Georgies Kanal richtig gut aufgehoben. Würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst. Und ich danke all denjenigen, die das Super Thanks Herz benutzen und hier eine Aufmerksamkeit da lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich eine große Freude und hilft mir weiterhin hier Videos in hoffentlich guter und noch besserer Qualität zu liefern. Ich sage vielen, vielen Dank, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Servus, euer Jörg.